Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, in der heutigen Folge möchten wir mal wieder am Buch weitermachen, weil da haben wir schon die ganze Zeit nichts mehr getan. Und ja, denn das ist die Challenge sozusagen, wir schaffen es noch vorm August zum Mond oder beziehungsweise wenigstens fangen wir an. Leider nicht geschafft, aber wir sind schon ziemlich nah dran und das nah dran wollen wir heute auch mal ein wenig ausbauen. So, ich hätte mal gesagt, wir schauen jetzt uns mal das HV noch mal genauer an. Das haben wir schon alles abgeschlossen. Haben wir hier auch noch irgendwelche Quests offen, die wichtig sind? Playing with Dust, Advanced Autoclave 2. Advanced Precision Laser Engraver 2. Das hätte ich gesagt, das ist jetzt auch mein nächstes Ziel. Das heißt, ich brauche jetzt als nächstes erst einmal den Laser. Graver. In die Mitte. Das, was wir brauchen. Das heißt, ich brauche jetzt als nächstes Kabel. Wir schon mal da. Die Chromo Rods haben wir auch da. Die Circuits müssten, ja, habe ich nämlich schon mal vorbereitet, weil ich mir gedacht habe, ja, in die Richtung willst du ja gehen. Das heißt jetzt, den Emitter, also ja, Eye of Ender haben wir noch nicht. Was jetzt auch demnächst mal drankommt, ist dieses Lager mal zu halbautomatisieren. Bis wir mal irgendwann voll vernünftiges AI-System haben. Aber da wird dann auch teilweise mit Storage Upgrades gearbeitet, die wo hier dranhängen. So, das heißt, ich brauche jetzt erstmal ein Blaze Rod und ich brauche eine Enderperle. Werkstatt. Rein. Dürfte jetzt das einzigste noch gewesen sein, was gefehlt hat. Ja. War auch so. Circuits war nur im falschen Bereich. Okay, das heißt, wir haben jetzt schon mal das. Das heißt, wir brauchen jetzt nochmal zwei Pistons. Das heißt, wir brauchen 1, 2, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 mal Stainless Steel. Hoffe, dass wir noch genügend haben. Jawohl. Hätte ich gesagt, fangen wir mit den Rods an. Hier mit den zwei weiter. Die Bending ist am Laufen. Bending braucht den Circuit, dann läuft sie auch. Hammer, Hammer. Auch. Rein, rein, rein. Halt, Holzkabel fehlt noch. Und ich habe meine Pistons. Acht. Zwei. Zwei. Durch. Ah, genau. Dann habe ich hier ein Hopper-Upgrade. Das ist Eisenplatten, vier Pistons und ein Hopper.
Das heißt, ab dem Zeitpunkt können Jabba-Fässer ja sagen, auch Sachen in andere Inventare abgeben und dann braucht man noch eine Hopper-Fassade. Ja, auch gleich mal 8, weil da braucht man sowieso mehr. Mit dieser Fassade kann man dann sozusagen sagen, wo was passieren soll. Oh, das heißt, jetzt habe ich hier meine 8 Plates. Aus du rein. Heißt, ich habe jetzt HV Maschinenhall. Dann habe ich den in der Mitte. Dann habe ich zwei Pistons. Zwei Circuits. Und ich vermute jetzt mal zwei Goldkabel. Jawohl. Und wir haben einen Advanced Precision Laser Engraver. Stufe 2. Und machen ein Blinking. Sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt schon mal wieder den nächsten Schritt. Dann habe ich mir irgendwo, genau, hier oben, Vibrant Alloys gemacht. Das heißt, ich brauche davon 4 Stück. Kommen hier rein. 8 kommen wieder weg. So. Rein. Und mir jetzt sagen, dass ich jetzt dich nicht durch die da keine Rods machen kann. Ja, denn was möchten wir machen? Also den haben wir jetzt. Ja, und wir möchten ja sozusagen jetzt ein bisschen Rakete spielen. Und dafür brauchen wir ja die NASA Workbench. Und für die NASA Workbench brauche ich da unten Hardened Vault Tier 5. Und dafür brauche ich Vibrant Alloy Frame Boxes. Und dafür brauche ich Vibrant Alloy Rods. Und da mache ich halt nur die Hälfte. Ha, ich brauche einen HV-Extruder. Ja, juppidi. Das ist doch die. Das heißt, wir haben als nächstes einen Extruder zu bauen. In der HV-Variante. Das heißt, ich brauche einen Motor. Ich brauche eine Stainless Steel Fluid Pipe. Kantalwire. Oh oh. Glaube nicht mehr, dass ich noch was übrig habe. Kantal, 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 heißt, ich brauche jetzt für Kantal. Muss jetzt erst mal schauen, was ich dafür brauche. Dafür brauche ich vierfach. Das heißt, ich brauche 2, 4, 6, 8 Stück davon. Wir mal 8 Kantal noch da haben, weil sonst müssen wir uns da welchen machen. Stück. So, du musst jetzt dann in den Blast Furnace mit 1.
hat mir gesagt, freu dich. Da rein und ich schmeiß dich da rein. Okay, der braucht nur 22 Sekunden. So lange können wir eigentlich warten. Okay, das heißt, ich brauche Stainless Steel Fluid. Bei Circuits, das heißt, ich brauche jetzt hier 3, 4, 5, 6. Davon brauche ich schon mal 6 Stainless Steel. Davon brauche ich 8. Und davon brauche ich 3. 9 sind wir schon mal bei 17. Langsam werden wir die ausgehen. So, derzeit hätte ich gesagt, machen wir die doch. Also, wir brauchen zweimal Rods. Eins, zwei. Dann brauchen wir eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Acht. Platten. Und ein Stainless Steel. Hier, klein. Schöner ist jetzt halt dann das, dass ich zum Beispiel die Skier und halt andere Sachen, die wo man halt öfters braucht. Halt. Dass man die halt dann in den zweiten Extruder schmeißt. Okay. Dann brauche ich jetzt erstmal die normalen Pipe. Hi. Hier. Ein Ding. Plastik. Kabel. Yes. Brauche ich jetzt Electrum Wire vierfach. Hergestellt. Fail. Mal gleich. Und ich brauche Silver Cable Double. Da rein. Was? Ah. Dann habe ich meinen Pisten. Okay. Heißt es davon 8 Stück.
davon 16. Davon 16. Ein. Und davon. Hey. Und 4. Arbeitet der schon mal? Dann heißt wieder ab in die Erzverarbeitung. Richtig, au, au, au. Aber in den Inputbus. 3 Sekunden. Ich habe mich hoffentlich nicht verzählt, weil sonst wird's lustig. So, das heißt, die Rods. Oder das doch, die Rods werden jetzt dann in den großen wandern. Dafür wird das Gear runter wandern. Auch ja. All Wire. Ich hoffe, dass ich mich. Aber ich habe mich verzählt. Ich brauche, glaube ich, nochmal 8. Vierfach. Nicht verzählt. Also das heißt, du kommst dahin, dahin, du kommst dahin, du kommst dahin. Okay, du kommst dann hin. Ah, da kommen die Circuits hin. Bin auch kurz fertig. Gut. Oh, ich habe den Circuit aus Versehen mitgenommen. Ab in die Erzverarbeitung. Wenn Sachen mitnimmt, die man nicht mitnehmen soll, muss man zurück. Also, das heißt, wir haben jetzt den Extruder. Das heißt, der da wandert runter. Er wandert rüber. Du wanderst rein und bist laut. Glaube ich, ein Muffler-Upgrade, ne? Bei Dust und eine Platte. Ja. Diese Begründung ist total fun. Aber es. Das heißt, wir haben jetzt das. Ich bin ja froh, dass ich gerade den Vierer aufgeräumt habe. Ne? Ist das nicht so hoch? Das alles nur, um die da herzustellen. Da rein.
Asa Workbench. Aber das ist geil, das mache ich jedes Mal, wenn es in die einen rein muss. Oh. Hier drin. Letztes Mal, ich muss bestimmt in den HV, ne? Pumpe, ja. Ja, ich muss ins HV. Erstmal hier. Und Muffler. Hier mein Gebiet. Jetzt habe ich ein Problem. Heißt, ab jetzt muss ich nämlich schauen, dass ich das Zeug rauskriege. Heißt, ich brauche mal schnell. Außen sind drin, reicht keiner. Das ist ja auch kein Chemical Bath. Ich bin ein DEPP. Nicht mal auffallen, dass ich da war. Wird es mal ein Problem sein, dass wir kein Chemical Bath haben in HV, ne? So, Chemical Bath. HV, was kostest du mich? Oh toll, zwei Konvoiermodule, eine Pumpe. Das heißt, ich brauche schon mal vier Motoren. Ey, vier Motoren, nicht zwei, vier. Auch vier. Hiervon brauche ich. Acht. Ein. Jetzt. Vierfach, soweit ich das weiß. Eins. Sheets.
Bei Goldkabel. So, dann heißt es jetzt aber auch noch, ich brauche zwei Wafer. Dass ich noch irgendwo eine Pumpe übrig habe. Nö, ja, eine HV. Also bescheuert. Mir fehlt nur mit einem Kupferkabel. In der Zeit kann ich mir mal schnell meine 8 Platten machen. Langsam aber sicher gehen mir jetzt halt doch das Goldkabel aus. Das heißt, das muss ich jetzt auch gleich anfangen. Ja, wenn man halt immer vergisst, was man machen will. Okay, den habe ich auf jeden Fall. Weiß, dass ich die Circuits 1000 Mal schon gemacht habe mittlerweile, aber bleibt ja nichts anderes übrig. Müssen wir ja machen. Brauche wieder zwei Circuits auf jeden Fall. Dahin. Rechtsern. Hier 16. Hier. Ein. Und von dir 2. So. Heißt, ich brauche noch mal zwei Motoren. Feuer. Dann Bath. Dahin und dahin. Die Pumpe kommt halt auch dahin. Dann brauche ich zwei Glas und ein Goldkabel. Mal 4. Ja, das Gallium wird ja dann auch, glaube ich, einfacher, wenn wir auf dem Mond waren oder auf dem Mars. Ich weiß es gar nicht mehr. Dankeschön. Pumpe kommt
A drauf. Runter. Dann fällt dann ist. Ach nee, auf On bitte. Ort. Haben wir hier einen kleinen Tank. Da drauf. Kurz da rein. Hat nicht lang gedauert, gar nicht. Fast nicht aufgefallen. Das nur für eine Hardwall Tier 5. Okay. Das heißt jetzt für uns, weil das meiste wurde nämlich schon vorbereitet. Also, die Mainframes kennt ihr ja. Das Display kennt ihr auch. Ah, das heißt, wir haben das so. Dann haben wir. Ah, toll. Dann haben wir das hier, unsere Netastar-Platten. Und Roboterarme, Electric Pistons, Elektromotor, Sensor Lens und die Workstations. Das heißt, die drei kommen jetzt nach oben und die zwei Dinge kommen nach unten. Wir haben großes Feuerwerk gemacht im Gebäude. So, ich weiß es noch nicht, ob ich da überhaupt Strom brauche, aber ich glaube nicht. Da. Heißt, wir haben jetzt hier eins Tier 1 Rocket. Das ist jetzt das, was wir jetzt als nächstes machen müssen. Juhu. So, und das heißt, wir brauchen jetzt Compressed Aluminium, Compressed Steel, Compressed Bronze. Oh mein Gott. Ja. Hervorragend. So, was haben wir noch? Eine Oxygenmaske. Eine Oxygenmaske ist einfach nur eine Scuba Helmet und eine Reinforced Glass Blade mit Molten Rubber im Assembler. Mein Ding. Brauchen wir halt nur gleich drei. Und für die Heavy Duty Blades brauchen wir halt Compressed Aluminium, Compressed Steel, Compressed Bronze und so weiter und so fort. Ja. Haben wir hier Wafers. Dafür brauche ich 12 Wafer und eine Reinforced Glass, um Basic Wafer herzustellen. Das machen wir gleich. Hoffe, dass ich noch so viel Wafer habe. So, davon 12 Stück. Reinforced Lens. Das machen wir jetzt im Laser Engraver HV. Jetzt ratet mal, warum ich das schon gebaut habe. Gewusst habe. Da rein. Und dann lassen wir das mal laufen. Schlimme wird jetzt halt vor allem, wie gesagt, wir müssen jetzt dann für die nächsten Sessions auf jeden Fall schöne Sachen noch herstellen. Jetzt muss ich nur mal schnell beim HV gucken. Ah, okay, das heißt, ich muss jetzt definitiv für den Bereich muss ich definitiv zum Mond. Da haben wir auch einiges abgegriffen jetzt. Auch 16 Vibrant Alloys, sehr schön. So viel habe ich natürlich nicht gemacht, ich habe nur 10 gemacht.
Schauen wir uns nochmal schnell die Rocket-Sachen an. Denn wir brauchen hier Compressed Aluminium. Für Compressed Aluminium brauchen wir einen Explosion Compressor, zwei TNT oder vier Powder Barrel und Triple Aluminium Plates. Da mache ich jetzt mal schnell einen. Ich mache jetzt mal von jedem einen. Gesehen hat, dass man es vorbereiten kann bis zum nächsten Mal, wenn wir dann das machen wollen. So, das heißt, ich brauche jetzt hier auf jeden Fall das nicht mehr. Das kommt da rein. Der Dreier war, glaube ich, hier drin. Jawohl. So, dann haben wir schon mal die Triple Play. Dann heißt es, ich brauche dasselbe jetzt in Stahl und in Bronze. Drei. Stahl und ein Bronze. Stelle lasse ich jetzt mal hier drin. So, haben wir alles. Stainless Steel Balls 148. Brauchen auf jeden Fall neues Stainless Steel, weil wir haben, weil jetzt werde ich fast alles, was wir an Stainless Steel verbrauchen. Wenn wir schon vorbereitet haben, haben wir Pech gehabt. Aber wir brauchen ja sowieso am Anfang zwei Raketen, weil wir wollen zusammen hochfliegen. Also der nette Herr da und ich. Weil wir gesagt haben, zu zweit nach oben, soweit alles machen und schauen, dass wir so genügend Materialien bekommen für einen Flug, einen Rückflug, dann eventuell die Sachen wieder aufbauen, was man halt alles braucht und dann nochmal fliegen. Aber wie gesagt, wird sich zeigen. So, das heißt, ich habe jetzt meine Triple. Ich mache meine Bolts, das heißt, wir gehen jetzt ab in die Erzverarbeitung. So, dann muss ich jetzt hier, nee, ich muss jetzt hier rein. Output. So, dann heißt es jetzt für mich, ich nehme jetzt da mal von dem Powder Barrel gleich mal ein Stack. Und dann machen wir als erstes die Triple. So, und ihr habt das Bumm gehört und wir haben eine Compressed Bronze Plate. Wir haben eine Compressed Aluminium Plate. Und wir haben eine Compressed Steel Plate. Das heißt, ich habe jetzt von jedem eine. Das heißt für mich, wir brauchen jetzt davon noch 36, davon noch 36 und davon noch 36, dass wir überhaupt das Zeug da erstmal herstellen können. Und das müssen wir dann im Assembler mit Molten Stainless Steel zusammenmixen. Jawohl. Das heißt, wir brauchen definitiv mehr Stainless Steel. Rohlinge. Das heißt aber auch, das mache ich dann bis zum nächsten Mal soweit fertig. Das heißt, wir haben jetzt dann den Table fertig für die Rakete. Wir haben
drei Haarfahrmaschinen gebaut. Das war die Extruder HV, das Chemical Bath und der Precision Laser Engraver der zweiten Klasse. Genau. Das haben wir getan in einer Folge. Da bin ich zu froh drüber und stolz drauf. Ja, wenn ihr noch Fragen und Anregungen habt, dann schreibt es mir in die Kommentare oder kommt auf unseren Discord vorbei. Ihr könnt es selber auch machen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da und wir sehen uns sonst wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.